Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um Weihnachten, denn es ist Heiligabend und wir wollen heute mal ein paar Porträts schießen, die weihnachtlich aussehen, mit Hilfe von Lichterketten. Viel Spaß! Lass uns mal über die Kameraeinstellung sprechen. Ich habe jetzt hier nämlich gerade eine Festbrennweite drauf. Das ist die 50 mm Festbrennweite. Jetzt in dem Fall von Nikon, die gibt es aber auch von Canon, die gibt es von Sigma und so weiter. Und das Coole bei diesen 50 mm Festbrennweiten ist, dass sie sehr, sehr günstig sind im Vergleich zu anderen Objektiven. Und das mit einer sehr offenen Blende. Das hier ist ein Objektiv, wo ich die Blende auf 1.8 öffnen kann. Das heißt, wir haben ein sehr schönes Bokeh am Ende und wir haben auch einen sehr schönen unscharfen Hintergrund. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen so einen verträumten Look haben in Kombination mit den Lichterketten am Ende. Und von daher kann ich dir nur empfehlen, falls du es noch nicht hast, kauf dir auf jeden Fall mal so eine 50 mm Festbrennweite. Liegt preislich ungefähr bei 120 Euro, wenn man jetzt von Canon oder Nikon ausgeht. Es gibt sogar noch günstigere Alternativen, also schau da einfach mal im Internet nach. Zu den Kameraeinstellungen an sich. Ich bin von der Blende her, wie schon gesagt, bei ungefähr 1.8, vielleicht auch eine 2.2. Muss ich mal gucken, je nachdem, wie viel Schärfe ich im Foto haben möchte. Also wie groß das Feld sein soll, was scharf ist am Ende. Und ich werde dann meine Verschlusszeit dementsprechend so stellen, dass ich verwacklungsfreie Bilder aus der Hand schießen kann. Das bedeutet auf ungefähr eine 100stel Sekunde, vielleicht auch eine 80stel Sekunde, muss ich gleich mal gucken, wie die Lichtverhältnisse sind. Und die ISO-Zahl passe ich dann entsprechend an, je nachdem, wie dunkel es wird. Wenn ich jetzt hier über die drei Variablen spreche, die ich alle selber einstellen möchte, hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich im manuellen Modus fotografiere. Man kann aber genauso gut auch in den A-Modus gehen, also in die Blendenpriorität. Das heißt, du stellst deine Blende ein, in dem Fall auf eine sehr offene Blende, und die Kamera gibt dann die Verschlusszeit automatisch vor. Muss man immer ein bisschen gucken, es wird irgendwann kritisch werden, wenn es richtig dunkel wird, dann kann es dir passieren, dass die Kamera eine Verschlusszeit einstellt, wo die Bilder dann verwackeln am Ende. Und da muss man einfach so ein bisschen drauf achten. Deswegen bin ich meistens selber im manuellen Modus. Jetzt haben wir genug über die Kameraeinstellung gesprochen. Jetzt geht es hier noch mal so ein bisschen um die Lichterkette, denn die wollte ich auch noch mal ganz kurz zeigen, denn die wird hier mit Batterien betrieben. Das heißt, ich kann damit draußen rumlaufen, wie ich möchte, bin nicht auf eine Steckdose angewiesen. Das ist relativ cool. Du hast so eine Lichterkettenfotos wahrscheinlich schon irgendwo mal auf Instagram oder so gesehen. Da sind die ja sehr populär und man kann die sich einfach so ein bisschen um das Model rumwickeln. Man kann die auch hier auf den Boden auslegen und da relativ coole Lichteffekte mit erzeugen. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Fotos damit und ich werde diese Lichterkette so ein bisschen um das Model mal herumlegen und man kann aber auch relativ kreativ damit werden. Du kannst zum Beispiel dir einen Regenschirm besorgen und den Regenschirm von innen mit diesen Lichtern dann auslegen und die so ein bisschen mit Tesafilm befestigen. Und dann hast du so einen coolen Regenschirm, der über dem Model ist und das beleuchtet dann das Model mit dem Licht. Diese Lichterketten werden hier auch unsere einzige Lichtquelle sein. Und wenn man die sich dann so richtig schön vor das Gesicht hält, dann wird das Gesicht so ein bisschen beleuchtet. Gerade wenn es dann relativ dunkel draußen ist, wird das Ganze sehr, sehr cool aussehen. Von daher, ich bin jetzt selber gespannt, wie das Ganze wird und wir fotografieren jetzt eine Runde. Viel Spaß! Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, du hattest eine ganze Menge Spaß und ich konnte dir so eine kleine Inspiration liefern zum Thema Lichterketten-Shooting jetzt gerade zu Weihnachten. Und vielleicht hast du ja spontan noch Lust und Zeit, so ein paar Shootings damit zu machen. Mit so einer Lichterkette sollte ja in der Jahreszeit jeder zu Hause haben. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Ausprobieren. Und natürlich wünsche ich dir jetzt eine richtig schöne und besinnliche Weihnachten. Viel Spaß mit der Familie oder mit den Freunden oder wo auch immer du dann heute Abend sein wirst. Ganz frohe Weihnachten. Ciao.